Jo Leute, was geht? Heute ist endlich der Tag, wo wir herausfinden werden, wer Clifford wirklich ist. Leute, es ist ein Rätsel, das über Monate hinausging und wir werden heute tatsächlich endlich die Auflösung erhalten. Ich würde sagen, wir werden jetzt jede Minute angerufen von ihm und dann bin ich gespannt, was er uns zu sagen hat. Haha, okay Leute, er ruft an. Dann gehen wir jetzt mal ran. Hi Franklin, ich bin's Clifford. Eigentlich wollte ich dir heute zeigen, wer ich wirklich bin. Wieso aber eigentlich? Es gibt ein Problem und ich muss das noch vorher erledigen, also geht das gerade nicht. Tschüss. Wie tschüss? Wir hatten einen Deal. Wir hatten noch einen Deal gehabt. Ich glaub's nicht, Leute. Der hat mich einfach sitzen lassen. Wenn wir heute also vielleicht nicht rausfinden, wer Clifford ist. Meine Güte, ey. Ich dachte gerade wirklich, wir finden es jetzt sofort heraus. Okay. Aber der hat irgendwas von einem Problem geredet. Ich weiß nicht, was er genau meint. Vielleicht kann ich ihm ja helfen oder so, aber leider nicht. Naja, gut. Dann schauen wir halt mal Fernsehen oder so. Okay. Es klingelt mal wieder an der Tür. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ran. So, Hallöchen. Es ist immer jedes Mal so. Niemand ist da. Niemand ist an der Tür. Und es liegt wahrscheinlich wieder ein Zettel auf dem Boden, oder? Ja, es liegt ein Zettel. Okay, schauen wir uns mal den Zettel an. Hallo Franklin. Clifford ist ein Verräter und Betrüger. Komm an diesen Ort, den ich dir markiert habe auf deinem GPS. Dann erzähle ich dir die ganze Wahrheit über ihn. Unterzeichnet von Avon. Wer ist Avon? Leute, wer ist dieser Avon? Okay, der hat mir, glaube ich, ein GPS markiert auf der Karte. Da werden wir dann jetzt, glaube ich, hingehen. Okay, so wie es aussieht, Leute, es ist irgendwie ein bisschen östlich von der Map. Da würde ich sagen, okay, dann gehen wir mal hin. Und dann bin ich gespannt, was dieser Avon-Typ uns zu sagen hat. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, dass wir heute herausfinden werden, wer Clifford tatsächlich ist. Auf jeden Fall, lasst gerne, Freunde, für den Support-Basis ein Like da und lasst gerne auch natürlich auch kostenlos ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns aber auf den Weg. Ich würde sagen, wir nehmen eine Abkürzung und das war sogar eine echt nice Abkürzung, ey. Muss ich mal auf jeden Fall sagen. Ja, und jetzt, jetzt verliere ich die ganze Zeit, die ich wahrscheinlich aufgeholt habe durch die Abkürzung. Aber gut, wir fahren jetzt mal ein bisschen durch die Berge mal durch. Ich würde sagen, ich skippe die ganze Fahrt. Wir gehen direkt hin, wenn wir da sind. Okay, wir sind jetzt also gleich da. Perfekt. Oh mein Gott, wo kommt der denn jetzt her? Sind wir im Prolog von der Story oder was? Alter, das ist... Mir ist das noch nie passiert. Ey, mir ist das wirklich noch nie passiert, dass der Zug mich in GTA erwischt hat. Oh Mann. Ja, ich glaube, mein Auto ist jetzt so gut wie kaputt. Aber egal, wir sind eh angekommen. Wir sind jetzt da, Leute. Ich glaube, der meinte, hier war irgendwo ein Zugang, oder? War hier nicht irgendwo ein Zugang? Irgendwo muss hier ein Eingang sein, nicht wahr? Hallo? Ist hier jemand? Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Vor allem, warum sollte ich an diesen Ort gehen? Ich glaube, da hinten ist ein Eingang. Jawohl, Leute. So, da hinten ist der Eingang. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mal direkt. Jawohl. Okay, Leute, was ist das bitte für ein Ort? Der kommt mir ein bisschen bekannt vor. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da schon einmal im Story-Modus war. Hallo? Ist hier jemand? Ah, da ist ein Typ. Okay, Leute. Bist du Avon? Bist du dieser Avon, wovon du gesprochen hast? Ist das der Typ? Hallo? Sprich mal mit mir. Mein Name ist Avon Herz. Ich bin der Erfinder von Clifford. Okay, krass. Übrigens, sehr nice Halskette, muss ich sagen. Also so ein nicer Chip ist schon eine coole Sache. Und du siehst auch gar nicht creepy aus, muss ich sagen. Also das sieht auf jeden Fall vertrauenswürdig aus, oder? Also das ist Avon Herz. Erfinder von Clifford. Also ich wusste schon, dass du... Endlich, geil, das hilft mir ja weiter. Krass, wo ist der Typ jetzt? Und was willst du von mir? Mir wurde die Kontrolle über das Programm gestohlen. Er plant einen riesigen Crash, der die Welt für immer zerstören wird? Okay. Ja gut, das ist nichts Ungewöhnliches. Das hat er schon öfter gemacht und ich habe ihn auch immer wieder dabei aufgehalten. Also, was muss ich tun? Ich mache alles. Ich mache alles. Sag mir, ich mach's. Geh bitte nach Hause und gehe heute nicht ans Telefon, wenn Clifford anruft. Ich werde das regeln. Danke dir. Ja, okay, gut. Wie gesagt, ich dachte jetzt, ich kriege eine etwas actionreichere Rolle zugeteilt, aber ja gut, dann würde ich sagen, ich höre mal auf den Typen, weil wie gesagt, wenn er meint, Clifford ist ein Verräter, der hat schon öfter sowas abgezogen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist, Leute. Übrigens, schreibt jetzt gerne in die Kommentare, wer ihr glaubt, ist Clifford oder wer kontrolliert Clifford in Wirklichkeit. Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, bevor ihr das Ende dieses Videos seht. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Video überhaupt herausfinden, wer Clifford ist. Aber gut, dann würde ich sagen, danke dir, Avon Herz. Ja, dann gehe ich mal nach Hause und entspannen ein bisschen. Gut, wir warten einfach mal ab. Aber ich weiß nicht, kam euch der Typ nicht auch ein bisschen komisch vor? Also dieser Avon Herz. Ich weiß halt nicht. Bisher hat er wirklich nichts Krasses von mir verlangt. Deswegen, Leute, wir warten einfach mal ab. Setzen uns auf den Fernseher und schauen mal ein bisschen Fernsehen, nicht wahr? Ah, oh, nice. Wo ist das? Blaine County? Ja, sehr cool, sehr cool. So, und ja, nee. Das ist auch nicht das Wahre. Ich will was zu tun haben. Ich will irgendwas machen. Oh, jetzt werde ich auch angerufen und es ist Clifford, aber ich kann nicht rangehen. Ich kann einfach nicht rangehen. Es tut mir leid. Nee,
tut mir leid, Clifford, aber nicht dieses Mal. Ich rufe jetzt erstmal nicht an und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Tag ist für mich gelaufen bis jetzt. Aus dem Grund, Leute, wir gehen einfach mal ins Bett rein und warten auf den nächsten Tag ab. Vielleicht passiert dann was Cooles. So, Kollege, leg dich einfach mal ins Bett. Wir werden das schon schaffen. Er meint, wir sollen einfach nur entspannt sein und abwarten. Und ich denke, das ist auch die richtige Sache, die man machen kann. So, dann warten wir mal ab. Okay, jetzt ist es nachts. Perfekt. Leute, Franklin ist der einzige Typ, der sich einfach nachts aufsteht und tagsüber hinlegt. Oh, Moment mal kurz. Jetzt ruft mal gerade jemand ganz anderes an. Ist das dieser Avon? Ich glaube, dass Evan da gerade anruft. Yo, hallo? Hallo, Franklin. Ich bin's, Clifford. Ich habe gesehen, wer du wirklich bist. Mein neuer Besitzer hat mir das gezeigt und die Augen geöffnet. Du mieser Verräter. Sag auf Nimmerwiedersehen. Tschüss. Stopp! Stopp! Warte! Was? Wie kann das denn jetzt sein? Nee, Moment. Das muss ich irgendwie regeln. Hallo? Okay, Moment mal kurz. Einen Augenblick. Was ist denn hier los? Alter, was ist hier los? Moment mal kurz. So, wow, Alter. Ich glaube, das ist gar nicht so eine gute Idee, Franklin. Wir müssen weg. Hallo? Wer seid ihr? Oh, nein. Oh mein Gott, die greifen mich an. Die greifen mich alle an. Lauf. Oh mein Gott, lauf, Franklin. Das ist ganz gefährlich. Schnell, Franklin. In Deckung. Oh mein Gott. Was ist das? Ich glaube, das sind diese Typen, die Clifford auf uns aufgesetzt hat. Aber ich glaube, der ist nicht mehr ganz dicht momentan. Oh mein Gott, Alter. Was geht hier ab? Wo kommt die denn her? Ey, dieser Evan Hart steckt dahinter. Ich wusste, dass man den Typen nicht vertrauen kann. Der hat jetzt die Kontrolle über Clifford übernommen, Freunde. Und jetzt hat er irgendwelche Klone auf mich angesetzt. Der hat hier irgendwelche Clifford-Bediensteten-Klone auf mich abgesetzt. Okay. Komm, wir kriegen die alle, Leute. Sind das alle? Nee, da ist noch einer. Oh mein Gott, Alter. So, bam! Und er fällt in den Pool rein. Und er steht wieder auf. Nein, ich würde sagen, du bleibst im Pool drin. So, wow! Alter, wie viele von denen sind es jetzt noch? Junge, ich glaub's ja wohl nicht. Das sind noch mehr. Alter, klonen die sich gerade selber? Was ist das? Nee, noch nicht ganz. Da ist noch einer. Chop. Chop, bleib da hinten. Alles wird gut, Chop, okay? Ich warte nur ab, bis der Typ jetzt kommt. Wo ist er? Na, warte, zeig dich. Moment. So. Jawohl. Okay. Chop, geht's dir gut? Ich hoffe, denen geht's gut. Chop, ist alles in Ordnung? Oh, perfekt. Alles klar. Solange es Chop gut geht, ist alles gut, Leute. Und wie geht's Baby Chop? Ich glaube, der ist in der Hütte versteckt. Okay, hat er gut gemacht. Leute, was war das bitte für ein Angriff auf unser Haus? Oh mein Gott. Schauen wir uns diese Typen mal ganz genau an. Ist da deren Logo von Clifford drauf? Schau mal nach, Leute. Muss irgendwie seinen Kopf sehen, oder? Leute, da ist noch jemand drin. Verteidigungsmodus aktivieren. Es ist noch nicht vorbei. Sind das wirklich die von Clifford? Ja, Leute, seht ihr das auf dem Hinterkopf? Da hat er so ein Logo drauf. Ich glaube, das ist er. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein, ob nicht hier doch noch jemand ist. Ah, ist alles gut. Alles cool hier. Ah, es sieht soweit in Ordnung aus. Leute, wir müssen weg. Wir müssen die Stadt verlassen. Und ich habe einfach nur eine einzige Möglichkeit, wie wir das hier überstehen können. Das ist die letzte und einzige Möglichkeit. Wir müssen wieder die Kontrolle über Clifford übernehmen. Dieser Evan Hart, der will jetzt die Weltherrschaft. Und er will wieder einmal... Er will mal wieder, Leute. Es ist wie letztes mit der Militärbasis, die Clifford Kontrolle übernommen haben. Jetzt ist es Evan Hart, der eigentliche Erfinder. Und der kennt sich offensichtlich noch mehr aus als das Militär. Wie man mit diesem Programm umgehen kann, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich muss schnellstmöglich da ankommen, bevor die Zeit zu spät ist. Keine Ahnung, was ich da sage. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Ich weiß, ich glaube, ich habe es noch so ein bisschen im Kopf, Leute, wo diese Basis war, wo wir letztes Mal waren. Ich vermute mal, dass er da ist. Ich vermute wirklich mal, dass er dort ist. So, wir gehen ganz schnell hin, Leute. Es ist echt nicht mehr viel Zeit. Okay, Moment. Bevor wir aber da hingehen, diese Dinger haben auf jeden Fall hoch ausgerüstete Waffen. Aus dem Grund muss ich schnell zur Emanation rein, um mir noch einen Anzug holen. Oh oh, Polizei ist schon hier. Wir müssen einen Anzug holen. So, ich denke, Leute, wir sind gerüstet für den Kampf. Für den letzten und finalen Kampf. Und ich hoffe, dann werden wir endlich herausfinden, wer Clifford wirklich ist. Weil ich weiß, der ist zwar ein Programm, aber irgendwas muss es damit auf sich haben. Vor allem, dieses Programm hatte ja wohl einen anderen Besitzer. Ich meine, ja klar, das war zum Teil ich. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die ganze Wahrheit war. So, dann geht's jetzt, Leute, in die Basis rein. Oh mein Gott! Nein, Leute, das Ende der Welt ist da. Das Ende der Welt ist wirklich nah gerade. Oh mein Gott! Yo! Alter, so... Okay, Leute, ich hatte noch nie 5 Sterne bei so einem Gewitter. Freunde, das ist eindeutig dieses Programm. Der Typ kann die Welt kontrollieren. Wenn er dieses Programm kontrolliert... Oh, ist alles so rutschig. Ich glaube, ich habe einen Plattfuß. Oh nee, ich habe einen Plattfuß auch noch. Ah, weg dir, weg. Wir müssen die Basis schnell erreichen, Leute. Wir sind bald bei der Basis. Oh Mann, oh nein, ich stecke... Ja...
Alter, ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Das wird so schwer, dort anzukommen. Der versucht jetzt alles auf uns zu hetzen, dass wir dort nicht ankommen, um ihn zu retten. Wie weit ist es? Ich weiß nicht mehr. Ich muss es irgendwie aus dem Kopf nochmal wissen, wo es genau war. Oh, ich glaube, das war hier. Ja. Ich denke, wir sind hier richtig, Leute. So, hier sind diese Basen versteckt. Und ich glaube, wir waren in der ersten, war das Kontrollzentrum. Das zweite war aber nicht das Kontrollzentrum, sondern das ist das allgemeine Zentrum. Und ich glaube, wir müssen in den zweiten Eingang. Oh! Wir müssen in den zweiten Eingang gehen. Alter, sei bloß vorsichtig, Kollege. Ich will hier die Welt nur retten, okay? Ist nicht meine Schuld, dass es hier so abgeht. Ich hätte ans Telefon gehen sollen, als er angerufen hat. Junge, was ist Ihr Problem? Alter, was ist Ihr Problem? Hier ist der Eingang dafür. Ich gehe aber den rechten Eingang diesmal. Das ist gar kein Eingang. Oh mein Gott, das ist kein Eingang. So, dann steig aus, Franklin. Wir sind ganz gut gerüstet, Leute. Wo ist der Eingang dafür? Oh ja, da unten war es, Freunde. Da unten war es. Okay, Leute, wir sind jetzt drin angekommen. Hoffen wir, dass der Alarm nicht angeht. Wenn der Alarm angeht, haben wir ein ganz großes Problem. Okay, bisher wurden wir noch nicht erkannt. Es ist alles gut. Alles ist gut. Oh nein. Franklin, der Zutritt ist für dich verboten. Vollen Widerstand zeigen. Yo, Clifford, ich will dich nur retten. Es wird alles gut werden, okay? Ich werde dich von dieser Kontrolle, von diesem Avon-Herz entreißen, Franklin, ja? Franklin, der Zutritt ist für dich verboten. Okay, vollen Leute, wir werden Widerstand angriffen. Zeigen. Oh mein Gott. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Okay, Vorsicht. Ah. Immerhin, Franklin, Leute, der Zutritt dieser ist für Anzug, dich verboten. Vollen Widerstand zeigen. Ich sag's euch. Bam. Bam. Bam, Junge. Ach, die hat so eine Wucht, ey. Bam. Bam. Puh. Alter, oh mein Gott, wie viele sind das? Hier verstecken, Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Leute, ich habe ein Déjà-vu, ich habe gerade ein extremes Déjà-vu. Genau die gleiche Situation habe ich doch schon einmal hier erlebt, oder nicht? Vollen Widerstand. Wir waren zeigen. Hier doch schon mal. Einmal waren wir doch schon. Ich glaube, das war auch eine ähnliche Rettungsaktion für Clifford, oder nicht? Und dieses Mal ist es viel schlimmer. Franklin, so. Der Zutritt ist für dich verboten. So. Vollen Widerstand zeigen. Wie viele gibt's hier noch? Alter, der Alarm ist so... Ich höre den Alarm die ganze Zeit, ne? Der ist schon nervig. Dieser Alarm soll mal aufhören zu nerven. Ich glaube, das sind alle. Leute, wir müssen in den Kontrollraum. Also in dem Kontrollraum vom Kontrollzentrum. Nee, vom Kontrolldingens. Wie auch immer. Aber ich glaube, da ist es drin. Warte, hier ist noch einer. Warte, jetzt snipen wir mal. Pass mal auf. Bam. Ja, gut. Ey. So. 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 Avonheart. Sie sind verhaftet. Bam, Junge. So. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das auf der Map? Wir müssen es stoppen. Irgendwie stoppen. Keine Ahnung. Geht's auch so? Warte mal, wenn der Besitzer erledigt ist und er keine Befehle mehr vom Besitzer kriegen kann, dann wechselt Clifford den Besitzer, nicht wahr? Ich glaube schon, oder? Danke dir, Franklin. Du hast mich schon wieder gerettet. Du bist wirklich der wahre, auserwählte Beschützer des Clifford-Programms. Genau. Nun möchtest du wissen, wer ich bin? Wer mich kontrolliert? Betritt den Raum, dann erfährst du es. Ich möchte es wissen. Sofort. So, das war's, Leute, mit diesem Avonheart. Endlich ist er weg. Ich wusste, dass er auf jeden Fall ein Verräter ist. So, er meinte, wir sollen einen Raum betreten. Welchen Raum meinst du denn, Clifford? Ich weiß nämlich nichts von dem Raum. Vielleicht meint er den Raum da hinten, diesen Orbitalkanonenraum. Das war der einzige, den ich zumindest gerade noch nicht betreten habe. Okay, Leute. Seid ihr bereit, herauszufinden, wer dahinter steckt? Ich bin auch so gespannt, wer es sein wird. Leute, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Lasst gerne auch ein Abo da. Puh. Okay, Leute. Wir gehen rein. In 3, 2, 1 und Lester? Lester? Ist es Lester? Ist es wirklich Lester? Clifford? Ich glaube, du bist mir eine absolute hier. Eine Erklärung bist du mir schuldig. Ist es wirklich Lester, der dich kontrolliert hat? Warte mal, ich befreie dich hier erstmal. Moment, ich befreie dich hier erstmal. Okay, so. Ich habe dich jetzt gerettet, Lester. Ich glaube, du warst derjenige, weil es würde sonst keinen Sinn machen, warum du hier bist. Im Kontrollzentrum hier, in diesem Raum. Ja, es war die ganze Zeit Lester. Er beobachtet alles und kann alles über mich kontrollieren. Doch diese Macht braucht auch große Verantwortung. Deshalb hat Lester das Clifford-Programm aus den Händen von Avonherz gerissen, um die Welt zu retten. Er sorgt für Frieden in Los Santos, aber auch für den ein oder anderen Spaß mit dir bei den 24-Stunden-Challenges. Das stimmt. Diese waren eine Beweisprüfung, um zu testen, ob du Clifford beschützen kannst, sollte jemand wieder versuchen, die Kontrolle über mich zu übernehmen. Das ist auch der Grund, wieso du Hinweise über mein Versteck bekommen hast. Aus dem Grund musste ich es regelmäßig wechseln, damit Avon mich nicht kontrollieren kann. Meine Stimme ist eine künstliche Intelligenz, die den Befehlen von Lester Kress entspricht. So kann ich mit dir kommunizieren. Du bist ein wahrer Ehrenmann, Franklin. Tschüss.
Alter, das sind ein bisschen zu viele Informationen für mich. Alter, das heißt, Lester, du bist es die ganze Zeit gewesen. Ich hab's nie gemerkt. Ich hab das nie gemerkt, Leute. Aber es ist irgendwie ist es doch so logisch, weil Avon Herz ist ja dieser Erfinder und ich erinnere mich auch an das GTA Online DLC von The Doomsday heißt. Lester war immer dabei. Und Lester ist ja auch immer derjenige, der alles sieht. Er weiß immer, wo die Leute sind. Er weiß immer, wenn er mal die Polizei, wenn er Sterne hat. Wenn ihr in GTA Online Lester anruft und die Sterne verschwinden, dann ist es wegen Clifford, Leute. Weil er diese Kontrolle hat. Das ist der Grund, warum er auch so ein guter Hacker ist. Der hat seine künstliche Intelligenz mit Clifford. Alter, das macht Sinn. Und ich bin der Beschützer quasi, der vorher gar nichts gewusst hat. Ich meine, schaut euch Franklin mal an. Der beschützt auf jeden Fall, Leute. Ich meine, der hat noch nie eine Mission fehlgeschlagen. Er hat sie schon immer geschafft, ne? Was meinst du dazu, Franklin? Franklin, hallo. Hier, ich bin hier. Ja, genau. Komm, Lester, wir gehen mal nach Hause. Wir gehen mal nach Hause. Das ist mir jetzt echt zu viel. Oh mein Gott. Boah, Freunde, wir haben Los Santos zum 5. Mal oder so gerettet. Und jetzt wissen wir endlich, wer hinter dieser Person steckt, wer sie tatsächlich kontrolliert. Also der Erfinder ist Avon Herz und der aktuelle Besitzer. Und der Friedensstifter ist quasi Lester Crest. Leute, hättet ihr gedacht, dass es Lester wäre? Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr das vermutet habt am Anfang des Videos. Dann lasst auf jeden Fall auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da. Vergesst nicht gerne zu abonnieren, Leute, damit ihr nichts mehr verpasst, falls es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, like das Video und abonniere IDZock sofort, um nichts zu verpassen. Sonst werde ich dein Handy hacken, ha. Tschüss.